Spotted you dancing in the club. Shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eyes. Grüß Gott, ich will ein aufgebraucht Kerzen machen. Ich habe nur so viele Raumsprays und ich will euch die endlich zeigen, damit das endlich wegkommt. Weil das ist schon so viel und bald werden die anderen sicher auch leer. Ich meine, schade, dass ich diesen Monat, beziehungsweise jetzt, ihr könnt es hier unten lesen, von der Zeit keine Sachen aufgebraucht habe, was Kerzen betrifft. Aber ich habe in letzter Zeit überhaupt keinen Bock, Kerzen anzumachen. Nicht nur, weil es warm ist, sondern vor kurzem habe ich ganz kurz die Zimtkerzen angehabt. Aber irgendwie macht es mir nicht so Spaß zurzeit. Deswegen, ja. Ich will das unbedingt euch zeigen, damit ich das endlich entsorgen kann. Damit ich wieder anfangen kann zu sammeln. Und ich werde mich bemühen, wieder Kerzen anzuzünden. Habt ihr das auch? Geht so eine Flaute von Kerzen anzünden? Bei mir ist das in letzter Zeit echt schlimm. Ich versuche das Video ein bisschen länger zu halten, weil ich habe da jetzt gerade voll schnell alles durchgrattert und da wäre ich zu schnell gewesen. Also das allererste, was ich euch zeigen will, ist von diesen... Ich habe eigentlich hauptsächlich nur diese Sprays leider aufgebraucht und von Ipuro was, das zeige ich euch gleich. Leider, also Kerzen sind leider nicht dabei und mich fängt es an zu jucken im ganzen Gesicht, weil da so viel Staub drinnen ist. Das allererste, was ich euch zeigen will, der Deckel passt natürlich nicht drauf, da gebe ich immer randommäßig irgendwas drauf. Das ist von Denk mit, das habe ich, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Dieses, oder? Habe ich es mir gekauft? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das Bratapfel. Ich war ja besessen davon, weil ich das unbedingt haben wollte. Aber wie ich es dann hatte, war ich ein bisschen enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Ich fand es leider nicht so gut, wie ich dachte. Stellen wir es lieber daher. Ich schmeiße nicht in den Korb, das ist dann sonst zu laut. Das habe ich nämlich vorher gerade versucht und das geht gar nicht. Ja, dann die Marke heißt Airline. Keine Ahnung. Das passt auf jeden Fall in diese Airwick-Dinger hinein. Ja? Das ist das Apple gewesen, so. Die Deckel passen mir dann natürlich nicht, aber so sieht es aus. Das war ganz okay. Ich kann mich aber nicht mehr so ganz erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Oh ja, das war das eine von den beiden Apfelgerüchen, was ich mochte. Weil da hatte ich noch welche, die zeige ich euch auch gleich, die mag ich nicht so. Aber die beiden fand ich echt gut, das sind die gleichen, aber die Sorte mag ich wirklich sehr gern. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Welche ich mir auch nochmal nachkaufen würde, wäre die Airwick, das Original. Dieses mit Kokos, weil das fand ich auch sehr gut. Ich glaube, das habe ich jetzt sogar aktuell wieder in meinen beiden drinnen, wenn ich mich nicht irre. Was ich noch gut fand, das hat mir nämlich mein Vater gezeigt, weil da in so einem 1-Euro-Laden drin war. Ich war jetzt schon ewig nicht mehr. Ich sollte mal wieder gehen, weil ich habe keine mehr, glaube ich. Das sind nämlich meine ganzen Backups, die ihr jetzt da seht. Das Mango und Papaya, das fand ich richtig gut. Da hatte ich aber leider nur eins, weil da gab es leider nur eins. Aber das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich hoffe, ich komme mal wieder in diese 1-Euro-Läden. Ich komme in letzter Zeit nämlich nicht dazu. Dann, das kennt ihr ja eh auswendig, die kaufe ich mir immer wieder, weil mein Baumwolle leider auflassen worden ist. Dieses Mixberry war das. Das mag ich ja sehr, sehr gern. Leider haben die dieses Baumwolle nicht mehr, aber das war mein Liebling. Ja, dann kommt von... Das sind so No-Name-Marken, also fragt es mich nicht, woher die genau kommen. Auf jeden Fall ist das Ream Fresh, glaube ich. So schaut das aus. Das ist das Apfel, was ich gerade gemeint habe, was ich nicht so gut fand. Das fand ich wirklich nicht so gut. Nee, das hatte ja so nach Klospray gerochen. Das fand ich überhaupt nicht gut. Die würde ich mir nicht nachkaufen. Aber ich bin eh so ein, ich kaufe immer alles doppelt und dreifach und dann vergesse ich das, dass ich das schon hatte und ja. Ich glaube, ihr kennt das, oder? Dann habe ich wieder zwei gleiche aufgebraucht. Wieder von Airline. Black Edition Asian Night mit Granatapfel war das und Zedernholz. Ich glaube, das war das, was so grauslich war. Man riecht es leider nicht mehr. Aber ich bilde mir ein, das war das, was ich überhaupt nicht mochte. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, dass es schon so lange her hat, zur Nachsicht. So sehen die aus. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die mochte oder nicht. Da bin ich ein bisschen überfordert. Dann habe ich noch... Ah ja, das mochte ich am liebsten. Das war diese Winter Edition von Airwick. Die mochte ich so, so gerne. Deswegen wollte ich euch unbedingt die Sachen schon zeigen, weil da die Wintersachen noch dabei sind. Aber das fand ich echt gut. Wenn das wieder rauskommen würde, würde ich es mir nachkaufen. Und das ist, glaube ich, von diesem Action-Markt gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, Home Refresher, glaube ich, heißt das. War nicht so meins. Nein, das war genau das, was ich so grauslich fand. Das war ja echt eklig. Ich bin halt nicht so der blumige Mensch. Also ich mag keine blumigen Düfte. Zumindest nicht wirklich. Dann habe ich noch leer gemacht, zwei von diesen Ipuro-Dingern,
beziehungsweise die habe ich ja immer in der Küche stehen. Mir ist aufgefallen, dass ich das jetzt schon lange nicht mehr aufgestellt habe. Ich habe noch ein Backup von was anderem, von diesen Weihnachtsdingern, die sollte ich auch endlich mal aufstellen. Aber das waren wieder die Orange Sky, glaube ich, heißen die. Ja, von Ipuro. Ihr wisst ja, dass ich die so gern mag, aber ich habe mir jetzt bis jetzt keins mehr gekauft. Nö. Es waren vor kurzem welche reduziert und ich war brav und habe mir keines gekauft. Obwohl es jetzt aktuell eine Mojito und eine Pina Colada gibt. Also in groß. Also die riechen so geil, alle beide. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt entsorgen kann. Weil das hat sich ja echt schon angesammelt und es wurde Zeit, dass ich das, sorry. Jetzt geht die Die kennen wir nicht so, wie ich das will. Ich bin froh, dass ich das euch jetzt endlich zeigt habe. Ich weiß, es waren leider nur Raumdüfte, aber ich habe in letzter Zeit keine Kerzen anzündet. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob es euch auch so geht mit dem. Ich habe nämlich in letzter Zeit überhaupt keinen Bock, Kerzen anzumachen. Und ich würde mich freuen, wenn es nicht nur ich so in der Zeit bin, so antikerzmäßig. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich höre jetzt lieber auf zu labern. Ich bin aus dem Video machen raus schon wieder. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!